Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute Euro Truck Simulator 2. Und heute fahren wir von München nach Zürich mit dem Truck hier. Hier steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir den Auftrag mal an. Gut. Und heute wieder mit Facecam. Und ich hatte vor, mir ein Lenkrad zu kaufen und dann so zu fahren. Aber ihr seht jetzt nicht die Tastatur. Ja. So, dann starten wir hier erstmal den Motor. Dann machen wir. Es ist jetzt 3 Uhr frei. 3 Uhr. 3 Uhr und es ist Freitag. Dann machen wir hier mal das Licht on. Und dann habe ich selbst keine Ahnung, wo es hingeht. Hier geht's rein. Unten rechts ist eine Karte, also die Facecam ist jetzt gerade oben in der Mitte. Und bei dem Spiel ist es so, dass ihr alles befolgen müsst. Also Blinker setzen, Scheinwischer, Blinker, Blinker, keine Ahnung. Und halt auch die Verkehrsregeln. Ich kenne mich gar nicht so gut aus, aber wir versuchen es mal. So, da kommt keiner, dann fahren wir mal hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt hänge ich hier. Bester Anfang auf jeden Fall. So, Leute. Wir hängen fest an der Schranke. Und wir kommen auch nicht mehr raus. Darum rufen wir jetzt den Abstellwagen. Ja, quasi 200. Ja. Machen wir einfach. Ja, bester Anfang auf jeden Fall schon. Und darum hat auch die Aufnahme irgendwie abgekackt. Und jetzt fahren wir weiter. So, F5, wo müssen wir hin? So, auf jeden Fall, denkt einfach, das ist der Anfang. So, dann machen wir hier. Mann, ja, nee, machen wir nicht. Und ihr könnt auch hier zoomen, so. Ich mach das immer so. Dann müssen wir rechts schauen, links schauen, Blinker setzen. Ja, zu spät, egal. So. Und dann hier auch nochmal Blinker setzen. Und dann, wenn man über Rot fährt, kriegt man auch eine Geldstrafe. Und wir, mein Geld, ich habe schon ein bisschen gezockt und mein Geld ist jetzt gerade bei 21.000 oder fast 22.000, ist das gleiche. So, dann müssen wir hier wieder nach, ja, links, so. Und diesmal hoffen wir, dass wir einfach gut durchfahren. So. Nicht so, auf jeden Fall. So, dann ist rechts ein Spiegel für hinten und jetzt habe ich nicht geblinkt. Egal. Macht nichts. So. Passt alles. So, wenn man ein Auto anfährt, kriegt man 400 € Geldstrafe und das ist nicht, das ist scheiße. Und dann steht unten noch, wann wir ankommen müssen. Und zwar in 4,5 Stunden ungefähr. Und ja. Und dann seht ihr oben noch, tanken müssen wir dann irgendwann mal. Und schlafen nicht. Post haben wir auch nicht. Und wenn man auf F7 geht, dann sieht man hier, Schaden haben wir auch nicht. F6, keine Ahnung, was das ist. Und F8 ist auch nichts. Also F5 und F7 ist eigentlich das Wichtigste. Und dann fahren wir hier. Und man kann auch natürlich geblitzt werden. Wir fahren jetzt hier 73. Und wir können natürlich auch eine, keine Ahnung, wie es heißt, einstellen, dass man halt immer gleichmäßig fährt und dass wir nur lenken müssen. Das ist auf der Autobahn ganz praktisch. Hier können wir, dürfen wir nur 40 fahren. Dann fahren wir hier nur 40, oh mein Gott, da wäre. Und wenn wir crashen, dann sieht man hier, da habe ich gesagt, Schaden. Und den Schaden müssen wir auch dann abbezahlen. Wir sind ja nur dafür da, dass wir da die Lieferung dahin bringen. Und so, oh, es kann. Jetzt hänge ich hier schon wieder, das regt so auf. Mit so einem. Was transportieren wir denn hier überhaupt?
Und hinter uns kommt auch jemand schon. Ja, das passt alles. So, dann, es ist jetzt 5 Uhr. Licht können wir noch nicht ausschalten. Lassen wir aber an. Dafür kriegt man dann auch Strafe, wenn man das Licht anmacht. Und wenn man das anmacht, kriegt man auch Strafe. Darum machen wir es nicht an. Und wir können jetzt auch mit dem Blinker rüberziehen. Aber das bringt eh nichts, weil wir jetzt hier raus müssen. So. Wir sind reingefahren und sind dann wieder rausgefahren. Egal. So. Ja, komm, fahr ein bisschen schneller. 40 darf man hier nur fahren. Bremsen, dass wir den nicht anfahren. Sonst verlieren wir Geld ordentlich. Und mit rechts vor links, links vor rechts, keine Ahnung, wie es heißt, müssen wir auch, oh mein Gott, müssen wir auch aufpassen. Hier sehe ich keinen Blitzer, überholen mich, ne? So, zack. Jetzt, warum ist der jetzt schon wieder schneller? Versteht es nicht. Zack. Jo. Okay. Da bin ich fast reingefahren. Dann. So. Und das gibt es auch hier mit F. Kann man so Blinker setzen. Da wollen wir nicht raus. Zack. Gut. Soweit passt alles. Ich stelle mal den Dings ein. So, jetzt kann ich mich nach hinten lehnen und einfach nur lenken mit A und D. Ist auf jeden Fall schön. Muss nicht mehr Gas geben. Und ich brauche eine Tankstelle. Wir haben noch. Wie viel Liter? Sieht man das irgendwo? Ach, keine Ahnung, wo man sieht. Gibt es hier eine Tankstelle? Weit nicht, gell? Scheiße. Wir haben noch 3,5 Stunden ungefähr Zeit. Oh, eine Brücke kommt. Alter, wie fahre ich denn gerade? Ah, wie schön. So. Ja, okay, ja. Ich kipp fast immer um. Was heißt das jetzt? Ja, tanken wahrscheinlich. Aber was soll ich denn tanken, Mann? Verdammte Scheiße, ey. So, jetzt haben wir das Licht mal ausgemacht. Hinter uns kommt ein Bus. Geil. So. Wow, ich wollte den eigentlich crashen, aber haben wir dann doch anders überlegt. So, wohin geht's denn jetzt noch? Hin. So, ein bisschen. Jetzt gehen wir mal auf die bisschen schnellere Spur. Mal schauen, was da so geht.
alles geteilt. Wo kommen wir da? Alter, heftig. Kommen wir da durch? Na, warte, warte, noch nicht. Na, der ist genauso schnell wie wir. Alter. Ja, aber auf jeden Fall ein geiler Stunt hier, ein geiler MLG-Trick. Ich glaube, der hat sich auch nur gedacht, willst du euch Wir müssen hier rüber. Boah, Alter, war das knapp. So. Dann können wir hier nämlich. Stopp, stopp, stopp. E drücken, dann ist der Motor aus und dann können wir tanken, ne? Da sieht man auch, dass es sich auflädt ein bisschen. Zack. Und fahren weiter. Und wenn wir da rechts. Wir können rechts da parken und dann können wir auch schlafen, aber wir sind nicht müde. Kommt da jemand? Nein, gut. So, jetzt komm. Wir haben noch 2 Stunden. Wir schaffen das nicht. Oh mein Gott, da wäre fast reingefahren. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach links. Danke. Danke, dass Sie mich reinlassen. So. Alle Leute schauen da rein. Das regt so auf. Ey. Alle, wo da gehen, schauen rein. Komm, wir fahren. Alter, wir fahren durch den Berg, Digga. Ich glaube, sind wir in der Schweiz? Ich denke schon, ne? Sind wir gleich da? Ja, fast. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, in der Schweiz angekommen und fahren jetzt durch das geile Berg. Berg, Berg. So ein Licht müssen wir nicht anmachen und da fahren wir fast drüber. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich glaube, die Map ladet sich. Wir überabbremsen. Okay, wir müssen dann auch jetzt abbremsen. Wir müssen hier rechts rein. So. Stopp, 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 stopp. Oh nee. Das hängt mich schon wieder fest. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich glaube schon. Wir können es schaffen. Alter, da oben ist ein Heißluftballon. Long, long, long. So, nach links müssen wir. Kommt da jemand? Kommt da jemand? Nein. So. Easy. So, ich glaube, jetzt kommen keine schwierigen, nee, Sachen mehr, glaube ich, nee. Weil jedes Mal. Alter, war das knapp. Jedes Mal bei diesem Spiel, am Ende, wenn ich in die Stadt oder so komme, kriege ich noch Schadenprozente. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal, weil ich nicht aufpasse. Ich hoffe, heute jetzt in der Aufnahme ist nicht so. Und hier dürfen wir schön 80 fahren. Oh, der hat die Kür oder sowas. Egal. Wir haben noch 1 Stunde. Wir sind gut im Zeitplan, glaube ich. So, jetzt
Gehen wir ein bisschen runter, so, und legen den Tempomat an. Zack. Und dann, Leute, wie geht's euch so? Mir geht's gut. Zack. Oh, ich habe S gedrückt, ausziehen. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Auf der Autobahn. Das regt auf alle schon rein. Alle schauen rein. So, dann gehen wir aber, passt schon. Gehen wir nach rechts. Und warum juckt eigentlich immer meine Nase? So. Gehen wir nach rechts. Und holen ein bisschen Geschwindigkeit wieder. Und dann legen wir wieder den Tempomat ein, wenn wir Geschwindigkeit haben. Aber wir haben noch keinen. Was ist das oben im Himmel? Vögel oder Flugzeug? Keine Ahnung. Komm schon, Geschwindigkeit. Gib mir Geschwindigkeit. Ja, passt schon. Ich habe gerade überlegt, ob der Satz passt. Schade, passt auch nicht. So, dann können wir den Tempomat jetzt wieder einlegen und ganz chillig lenken. Und schauen, wie weit es noch nicht ist. Ja, geht. Noch genau eine Stunde. Junge, Alter, was ist mit der denn hier? Baustelle. Ups. Nichts passiert, habe ich Schaden gekriegt. Jetzt habe ich Schaden gekriegt, oh mein Gott, sorry. Das kostet auf jeden Fall viel. Sag ich doch, am Ende passiert immer so eine Scheiße. Oh, eine Scheiße. So. Aber wir liegen gut im Zeitplan. Aber das Dumme ist, wir verlieren auch ein bisschen Geld, weil wir hart gecrashed sind. 15% Schaden hinten und 3% vorne. Ja, gut. Geradeaus. Geradeaus. Hier, wie der Bus immer hält, wenn ich ein bisschen nach links fahre. So, die nächste müssen wir raus. So. Nächste müssen wir raus. Da vorne ist die auch. Blinker mal hier. Alles Paletti. Wir kommen eigentlich ganz gut durch. Was, wir haben nur noch 11 Minuten? 12 Minuten, meine ich. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir sind in Zürich, glaube ich. Ja, wir sind da. Wir schaffen das, glaube ich. Oh ja. Wird knapp, aber wir schaffen das. So, dann hier nochmal. Linker hier, zack. Was machst du? Ja, okay, dafür ich. Finde ich auch gut, dass ich fahren darf hier. Gut.
Wir sind 2 Minuten, 1 Minute früher angekommen, oder? Nee, scheiße. Ja, gut. So, wo ist der? Wo ist denn der Parki hier? Da ist der Parki. So, dann parken wir hier. Drücken auf Ende. Wir müssen. Was? Wir müssen 3.000 Euro zahlen. Und wir haben. Lol. Wir hatten 4. Okay. Ja. Fortfahren. So, dann würde ich sagen, hier ist noch mein Typi, so sehe ich aus. So, dann würde ich sagen, hier, war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.